Landwirtschaft, Industrie und Handwerk, Informationstechnik, technische Berufe, Büroberufe, Gastgewerbe und Hauswirtschaft, Verkaufsberufe, Körperpflege, Heilbehandlung, sonstige Berufe wie Künstler oder Reinigungsfachkraft etc. Zweitens, Ausbildung im dualen System bedeutet Ausbildung durch Lehrbetrieb, Firma und Berufsschule. Drittens, Stufenausbildung. Man absolviert nach Stufen Ausbildung. Man kann erst an der nächsten Stufe teilnehmen, sobald man die vorherige erfolgreich absolviert hat. Berufsschulunterricht. Hier werden überwiegend theoretische Informationen übermittelt, die themenspezifisch sind. Viertens, Berufsausbildung in der Schule beginnen. Vorbereiten der Dokumente des auszubildenden Betriebs. Betrieb, Schule, Arbeitsamt, Elternhaus, Chef informieren. Persönliche Daten vorlegen. Pünktliches Erscheinen in der Berufsschule. Fünftens. Ausbildungsverträge müssen Folgendes beinhalten. Vom Betrieb erstellte Ausbildungsplan. Welche Abteilung der Azubi besuchen muss. Beginn und Dauer der Berufsausbildung. Ausbildungsform. Ausbildungsmaßnahmen innerhalb und außerhalb der Ausbildungsstätte. Dauer der regelmäßigen täglichen Arbeitszeit. Dauer der Probezeit. Zahlung und Höhe der Ausbildungsvergütung. Dauer des Urlaubs. Voraussetzung für eine Kündigung. Hinweis auf geltende Tarifverträge und Betriebsvereinbarung. Sechstens. Jugendarbeitsschutzgesetz. Gilt für alle Minderjährigen. Ausnahmeregelungen müssen erwähnt werden. Nicht mehr als 40 Arbeitsstunden pro Woche. Urlaubstage sind fest geregelt. Siebtens. Neue Technologien sorgen für komplexere Ausbildungsmaßnahmen und vernichten Arbeitsplätze. Achtens. Mobilität, Flexibilität und lebenslanges Lernen ermöglichen es, sich fortzubilden und dadurch höhere Berufe anstreben zu können und mehr Gehalt zu verdienen. Neuntens. Wirtschaft antreiben, persönliche Lebenslage finanziell aufstocken, verbessern. Zehntens. Damals wurden Arbeitstage gezählt, aber keine Stunden. Das neue Arbeitszeitmodell ermöglicht es jedem, so viel Urlaub wie gewollt zu nehmen. Der Arbeitgeber muss lediglich wissen, wo sich der Arbeitnehmer in diesem Urlaubszeitraum befindet. Elftens. Wie fortbilden? Betrieb, Arbeitsamt, Internet nach Fortbildungsmöglichkeiten fragen. 12. Betriebe und Umweltschutz. Jeder Betrieb versucht, möglichst umweltschonend zu arbeiten. Darauf kann man den Kunden die positive Denkweise des Betriebes vermitteln. Dies wiederum kann man als ein sehr nobles Qualitätszeichen ansehen. 13. Mitbestimmungsrechte des Betriebsrates. Handeln Konflikte zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer aus. 14. Geldinstitute ermöglichen Bürgern enorme Mengen an Geld abzusparen. Sie persönlich regeln dies so, dass sie darüber auch persönliche Gewinne erzielen. 15. Zahlungsverkehr abwickeln. Per Lastschrift, Internet, PayPal, Online-Banking, Nachname überweisen. 16. Wahrung und Girokonto. Ohne Girokonto kann man kein Geld vom Arbeitgeber erhalten. Außerdem kann man unter Umständen jeder Bonität Kredite aufnehmen. 17. Sparen und Sparen. Sich teure Sachen kaufen zu können, um fürs Alter auszusorgen, so Priesterrente oder Bausportverträge zum Beispiel. 18. Geldanlageformen. Festgeldanlage, Sparkonto, Investmentfonds, Aktienfonds, Hedgefonds und Bausportverträge. 19. Geldinstitute stellen Kredit zur Verfügung. Vor- und Nachteile. Bei kurzzeitig drastischen finanziellen Lagen sehr hilfreich. Größere Verschuldung als davor ist leicht erreichbar. 20. Geldinstitute verwalten Aktien und Wertpapiere. Je nach Bank gibt es speziell ausgebildete Finanzberater, die dadurch enorm theoretische und praktische Erfahrungen im Gesamten meist mehr Gewinn erzielen. Durch höhere Zinsen steigt auch die Wahrscheinlichkeit zum totalen Bankrott enorm an. 21. Bedeutung soziale Marktwirtschaft. 1. Soziale Aufteilung. Je nach Rang und Grundlage aushelfen. Kapitalistische Aufteilung, je nach Rang
Name Firnwald Enter. Nach unterzeichnet Absatz. Anlagen nicht mit Doppelpunkt schreiben. Englisch be, was, been. Become, became, become. Begin, began, begun. Break, broke, broken. Bring, brought, brought. Buy, bought, bought. Catch, caught, caught. Choose, chose, chosen. Come, came, come. Cost, cost, cost. Cut, cut, cut. Do, did, done. Draw, drew, drawn. Drink, drank, drunk. Drive, drove, driven. Eat, ate, eaten. Fall, fell, born. Beat, fit, fit. Feel, felt, felt. Find, found, found. Fly, flew, flown. Forget, forgot, forgotten. Get, got, got. Give, gave, given. Go, went, gone. Grow, grew, grown. Hang, hung, hung. Have, had, had. Hear, heard, heard. Hit, hit, hit. Hold, held, held. Hurt, hurt, hurt. Know, knew, known. Leave, left, left. Lend, lent, lent. Let, let. Lie, lay. Lose, lost, lost. Make, made, made. Mean, meant, meant. Meet, met, met. Pay, paid, paid. Put, put, put. Read, read, read. Ride, rode, ridden. Ring, rang, run. Run, ren, run. Say, say, say. See, saw, seen. Sell, sold, sold. Send, sent, sent. Shine, shone, shone. Show, shone, shone. Sing, sang, sung. Sit, said, said. Sleep, slept, slept. Speak, spoke, spoken. Speed, sped, sped. Spent, spent, spent. Stand, stood, stood. Steal, stole, stone. Stick, stuck, stuck. Swim, swam, swan. Take, took, taken. Tell, told, told. Think, thought, thought. Understand, understood, understood. Way, walk, walken. We're war, won. Win, won, won. Right, road, written. Worauf bestehen Wörter? Deutsch. Worauf bestehen Wörter? Wörter bestehen aus Sprechlaut. Man unterscheidet Vokale, Selbstlaute, A, E, I, O, U und Konsonanten, Mittlaute. B, M, F. Wörter bestehen aus Sprechsilben. Bücher, Schränke, Kleid, Dunkel, Schöner. Wörter bestehen aus einem oder mehreren Wortbausteinen. Man unterscheidet zwischen den Wortstämmen. Schön, gern, Kleid, Dunkel, ich lese in den Endbausteinen. Kleid, Dunkel, Halb, S, war von verschiedenen Endungen. Lese in schön, gern, Kleid, Dunkel. Zusammengesetzte Nomen, auch bekannte Substantive, bestehen aus einem Grundwort. Berufsschule, Bücher, Tasche, Fußball. Einem Bestimmungswort. Berufsschule, Bücher, Tasche, Fußball. Zusammengesetzte Verben bestehen aus einem der vorgestellten Wortbausteine und dem Verb. Sie können trennbar, herkommen, du kommst her, weitersprechen, du sprichst weiter, abschreiben, du schreibst ab oder nicht trennbar sein. Übersetzen, du übersetzt. Vollbringen, du vollbringst. Wetteifach, du wetteiferst. Wortfamilien und Wortfelder. Wörter, die denselben Wortstamm enthalten, gehören zur selben Wortfamilie. Lehren, Lehrer, Lehre, Lehrer, Lehrling, Lehrbuch. Wörter mit ähnlicher Bedeutung, gleich Wortsatz, bilden ein Wortbild. Gehen, laufen, rennen, schlendern, spazieren, schleichen. Wortart. Die wichtigsten Wortart sind Nomen, Substantiv, Verb, Adjektiv, Adverb, Artikel, Pronomen, Präposition und Konjunktion. Sie sind einzeln erläutert in der Tabelle auf den folgenden zwei Seiten. Wortwort, Nomen, Substantiv, Kind, Hund, Tisch, Feuer, wir nehmen Idee, Rechnung, Freude, Energie. Bezeichnen Lebewesen, Dinge, Gedanken, Zustände, stehen im Singular, Einzahl, Hund oder im Plural, Mehrzahl, Hunde. Werden im Satz auch von Artikeln begleitet, der Hund, ein Hund. Haben ein Genus, grammatisches Geschlecht, maskulin, männlich, der Hund, feminin, weiblich, die Rechnung. Neutrum, sächlich, das Feuer. Stehen im Satz in einem bestimmten Paar, Fall. Nominativ, erster Fall, der Tisch, Genitativ, zweiter Fall, des Tisches, Dativ, dritter Fall, dem Tisch, Akkusativ, vierter Fall. Den Tisch können von einem ADP begleitet werden, der neue Tisch, ein kleines Kind. Wer lachen, schwimmen, regnen, liegen, lassen, vergessen können, haben. Bezeichnet Tätigkeit, Vorgänge oder Zustände, werden konjugiert, gebeugt. Ich lache, du lachst, er sieht es, lacht, wir lachen, ihr lacht, sie lacht. Können verschiedene Zeitformen bilden. Ich lache, ich lachte, ich habe gelacht. Ich hatte gedacht, ich werde lachen. Adjektive, süß, ängstlich, spät, afrikanisch, alter, rot, quadratisch, essbar. Bezeichnet Eigenschaften oder Merkmale, können zwischen Artikel und Nomen Substantiv stehen. Der süße Apfel, ein heiterer Bild, auf Endung, wie sie beim Nomen Substantiv stehen. Der süße Apfel, ein heiterer Bild, können oft gesteigert werden. Grundform klein, erste Vergleichform klein, zweite Vergleichform der kleinste am kleinsten. Adverbien, heute, immer, dort, gestern, einmal,
Gruppe umgeeckte Präposition wie immer den Dativ fordern. Aus der Stadt bei meinem Freund mit dem Fahrrad nach dem Spiel seit unserem Fest von diesem Tag an zu deinem Geburtstag. Präposition, die mal den Akkusativ Frage wohin, bei den Dativ Frage wo fordern. Akkusativ, ich gehe in unseren Jugendclub. Wohin gehe ich? Dativ, ich bin in unserem Jugendclub. Wo bin ich? Ebenso, wann, auf, hinter, neben, über, unter, vor, zwischen. Konjunktion. Und, aber, denn, sondern, weil, denn, das, damit, so, das, bevor. Die Nebenrunden der Konjunktion können Hauptsätze oder gleichrangige Satzteile miteinander verbinden. Ich suche ein Hemd und einen Pulli. Ich lerne Englisch und ich gehe in den Fußballverein. Die unterordnenden Konjunktionen können einen Hauptsatz oder einen Nebensatz miteinander verbinden. Unterbrechen Sie die Stromversorgung, bevor Sie die Rückwand öffnen.